Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren TCG Opening hier auf meinem Kanal. Heute habe ich ein richtig geiles Set. Und zwar machen wir heute Drachenwandellauf. Oder im Englischen heißt es Evolving Skies. Und dieses Set Drachenwandel, das steht oder besteht wie die meisten Sets eigentlich aus zwei japanischen Sets. Also in den meisten Fällen ist es so, dass die japanischen Sets viel kleiner sind als die deutschen Sets. Und dann werden eben zwei japanische Sets zu einem deutschen Set zusammengepackt. Und zwar besteht das Original-Set bzw. Evolving Skies besteht aus zwei Sets. Nämlich einmal EV Heroes, in denen die wunderbaren Evoli-Entwicklungen speziell gefördert sind, sage ich mal. Ich habe leider gerade kein EV Heroes Display da. Davon habe ich zwar auch noch ein paar hier rumfliegen, aber kann auch sein, dass die noch in den Kartons bei meinen Eltern sind. Was ich aber hier habe, ist die VMAX Special Box. Ist nichts anderes, also hier sind die normalen EV Heroes Booster drin. Und dann hat man eben hier noch diesen einen Special Booster. Und in diesem Special Booster kann eine der vier Promokarten drin sein. Also wie gesagt, aus EV Heroes besteht das Set Drachenwandel. Und dann noch zusammen mit Blue Sky Stream. Diese beiden Sets ergeben also unser deutsches Set Drachenwandel. Hier die japanischen Displays, die mache ich auch irgendwann noch auf, aber heute gucken wir uns erstmal das, die deutsche Variante quasi an. Dazu gehe ich mal geschwind hier wieder in den Pokelektor. Und zwar gucken wir uns mal an, was wir für Karten heute ziehen können. Also das Set ist ziemlich groß mit 203 Karten plus 34 Secret Rares. Wobei, morgen kommt ja in Japan das neue VMAX Climax Set raus. Also ich nehme das gerade am 2.12. auf, wie ihr gerade seht. Bisschen im Voraus, aber bei mir passt es halt gerade ganz gut. Morgen kommt das VMAX Climax raus. Das ist ja ein Set, was mit über oder fast 100 Secret Rares aufwartet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Set, das werde ich nicht sammeln. Da werde ich mir keinen einzigen Booster von kaufen. Ganz im Ernst, 100 Secret Rares, das feiere ich so an den ganzen Retro-Sets. Da war eine Holo-Karte, war das Nonplusultra. Mittlerweile hast du Holos, die kannst du zerreißen. Die sind überhaupt nichts wert und sehen auch nicht schön aus. Da wird überhaupt keine Liebe mehr reingesteckt. Mittlerweile ist selbst eine V-Karte schon fast nichts mehr, also V-Max oder so, die, ja, gut, die sind dann halt schon noch ganz okay, aber das ist einfach so traurig, dass Pokémon sich da selbst so die Sammler irgendwie vergrault, weil, also das ist jetzt zum Beispiel Drachenwandel, ja, wir haben hier die ganzen Evoli-Entwicklungen drin, wie beispielsweise hier jetzt das Fulipurba, wir haben Flamara drin, wir haben auch Garados drin in V-Max, wir haben das Aquana drin, wir haben Suicune in V-Form, wir haben Glaziolia in V-Max, wir haben das Blitzer in V-Max. Gibt es eigentlich auch Blitzer V? Nö, gibt gar kein Blitzer V, okay. Was haben wir hier noch drin? Genau, wir haben hier noch Psyana drin, dann Felinara, also eben die ganzen Pokémon aus Eevee Heroes, dann noch Nachtara. Und dann eben aber noch die ganzen Pokémon aus Blue Sky Stream. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Rayquaza V und VMAX. Wir haben hier Doralodon V und VMAX. Wir haben, was haben wir denn noch hier noch drin? Genau, wir haben noch, warte mal, wo kommt der da? Wir haben noch Dragoran hier drin in VMAX, Und ja, das Besondere ist halt eben, wir können alle Karten quasi als normale V und VMAX ziehen. Zum Beispiel jetzt hier das Nachtara gibt es ja in V und VMAX. Dann gibt es noch die Ultra Rares, also die alternativen Artworks. Hier nochmal das Nachtara, V und V. Ist auch ein V, gibt kein VMAX. Doch, VMAX sind dann die ganzen Secret Rares, genau. Siehst du, da kommt es nämlich schon durcheinander. Also bis hierhin geht quasi das offizielle Set und ab 204, da fangen dann die Secret Rares an. Da gibt es einmal die Rainbow-Karte und dann gibt es immer nochmal eine alternative Artwork-Karte. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das Fulipurba. Ja, das spielt hier mit dem Heuballen rum, also die Evolis, die sind dann alle riesig groß in der Secret Rare Form. Die geilste Karte ist natürlich das Nachtara. Also es sieht brutal geil aus in VMAX, wie es hier so den Mond anheult. Ja, sitzt da auf dem Turm, auf der Turmspitze. Auch geil finde ich dann noch das Rayquaza hier in VMAX. Also das ist ja das Besondere an den VMAX Pokémon. Die haben alle hier oben diesen roten Heiligenschein. Und es sieht halt einfach richtig cool aus, wie das Rayquaza hier über diesen japanischen verfallenen Tempel fliegt da. Sieht schon richtig geil aus. Dann haben wir natürlich noch wieder einige Goldkarten drin und die Trainer Rainbows. Genau, bezüglich, weil es ja garantiert auch wieder viele von euch interessiert, Preisen bzw. die Top-Hits
sind halt eben das Rayquaza V-Max und Nachtara V-Max. Dann gibt es noch das Rayquaza V und dann halt eben die restlichen Evoli-Entwicklungen. Das Rayquaza in unserem Fall kostet jetzt dann 165 €, ist die erste deutsche Karte. Das heißt, wenn man so eins zieht, kann man natürlich schon ordentlich Gewinn machen, aber man muss es halt erstmal ziehen, weil die Auswahl ist ziemlich riesig. So, jetzt geben wir uns mal in das Hier und Jetzt. Wir gucken uns an, was wir heute haben. Wir haben zwei Top-Trainer-Boxen. Und zwar haben wir zum einen diese wunderschöne Box und wir haben diese wunderschöne Box. Es gibt nämlich zwei verschiedene Top-Trainer-Box-Artworks. Jetzt will ich nicht lügen. Jetzt muss ich genau nachgucken, wie sie heißen. Und zwar haben wir, Moment, das sind die Top-Trainer-Boxen. Wir haben hier einmal die Top-Trainer-Box LUJF und wir haben hier die Top-Trainer-Box SEGV. Das steht immer für die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Pokémon, die hier drauf sind. Aber halt eben im Englischen. Also hier Jolteon, Flareon, Umbreon und Leafeon. Dann haben wir hier noch Glaceon und hast du nicht gehört, ich weiß gar nicht, wie die alle im Englischen heißen. Auf jeden Fall sind das halt eben die Anfangsbuchstaben der englischen Namen. Also bei uns wird das dann halt heißen Blitzer, Flamara, Nachtara und Glaceon, Lapsiana, Aquana, so, ne? Wisst Bescheid. Also das eben jetzt zum Namen. In den beiden Boxen ist aber eigentlich grundsätzlich dasselbe drin. Abgesehen davon, dass die halt ein bisschen anders designt sind. Also in beiden Boxen, wobei, warte mal. Ich mache es ein bisschen einfacher für euch. Ich gehe jetzt mal nur auf eine. Wobei, man kann auch eigentlich so beides lesen, gell? Also hier sind drin 8 Booster-Packs von Drachenwandel, 65 Kartenhüllen mit den Evoli-Entwicklungen, 45 Energiekarten, eine Spielanleitung, ein Regelbuch, 6 Schadensmarkenwürfel, ein zulässiger Münzwurfwürfel. Ich bin ganz aufgeregt hier. 2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände, also hier dieses vergiftet und ne, hast nicht gesehen. Und dann eben die Sammelbox, also die Box halt an sich. Und dann ist hier noch drin eine Codekarte. Hier ist genau dasselbe drin. Wir haben also bei diesen beiden Top-Trainer-Boxen hier im Gegensatz wie jetzt zum Beispiel zur Verborgenes Schicksal-Top-Trainer-Box keine Promokarte hier drin. Und auch nur 8 statt 10 Boostern. Dafür haben wir heute bei 2 Boxen, also 16 Booster. Und ich weiß, ich habe es bis jetzt in jedem Video gesagt, ich will mich ein bisschen kürzer fassen. Aber ich philosophiere halt eben so gerne über die Karten und über die Artworks und erzähle ein bisschen. Von daher mit dem kürzer fassen, das fällt mir nicht immer so leicht. Trotzdem versuche ich heute, und ich werde nachher, wenn das Video wieder über eine Stunde geht, werde ich mich wieder selbst ohrfeigen. Aber ich versuche tatsächlich heute ein bisschen schneller da durchzugehen. So, gut, bei den anderen beiden Videos muss man auch dazu sagen, das waren halt dadurch, dass es 25-Jahres-Sets sind, durchaus gerechtfertigt, ne, meiner Meinung nach. Also für 25 Jahre kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Jetzt gucken wir aber mal, ob wir hier irgendwo einfach reinkommen. Nee, habe ich gerade irgendwas zur Hand? Nee, ich muss mir eine Schere holen. Moment. So, Schere da. Können wir das doch hier ganz easy mal aufschneiden. Und dadurch, dass Drachenwandel so ein großes Set ist, wird das hier auf jeden Fall noch nicht das letzte Opening zu Drachenwandel sein. Ich habe auch noch ein paar Top-Trainer-Boxen. Ich bin ganz ehrlich mittlerweile eher sogar ein Freund von Top-Trainer-Boxen als von Displays. Warte mal, während ich das hier auspacke, lasse ich das nochmal groß, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen. Bei Displays hast du eben die Chance, eine Secret Rare zu ziehen, wenn eine drin ist. Und bei den Top-Trainer-Boxen hier hast du eben keine feste Pull-Rate. Das heißt, du kannst hier theoretisch 7 Secret Rares drin haben, wie du willst. Ist dir frei überlassen. Kannst du machen, wie du willst. So, hier haben wir jetzt dann noch die Unterlage, die wir auch schon beim letzten Mal hatten, wo dann eben hier nochmal die ganzen Artworks drin sind. Ja, schön zum Angucken. Wunderbar mit dem Rayquaza, mit dem Nachtara. Wunderbar. Packen wir aber jetzt auch mal weg. Dann haben wir hier noch das Buch, wo die ganzen Kartennummern drin sind. Zum Abhaken. Die ganzen Secret Rares und so. Und dann hier vorne noch das Spiel erklärt. So. Dann machen wir weiter. Mit der Box an sich. Heben wir hier das Deckelchen ab. Und das ist schon ein sehr, sehr geiles Design.
Also bei dem verborgenen Schicksal war das hier komplett uni-schwarz. Sieht hier schon ein bisschen cooler aus. Hebe ich mal ab. Dann habe ich hier noch das Spielregeln, also das Regelbuch drin. Ja, das ist jetzt für, so wie das aussieht, Schwert und Schild, aber allgemein. Also da ist jetzt nicht speziell Bezug genommen auf Drachenwandel oder so. Dann haben wir hier die 8 Booster drin. Zählen wir mal ab. 2, 4, 6, 8, jawohl. Von den Artworks her haben wir jedes Artwork. Ja, wir haben auch jedes Artwork einmal. Auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier halt noch drin die Sleeves. Wir haben hier noch drin die Energiekorden. Wir haben hier noch die Codekarte und diese Trenner. Dann die beiden Zustandsanzeigen und hier die Schadensmarkenwürfel. Und dann kann man eben, wenn man die Karten hier einsortieren will, das als Trenner nehmen. Ne? Kann die so da reinstellen dann und die Karten hier wegsortieren. So, dann bringe ich mal die Booster in Sicherheit und öffne dann mal die zweite Box. Wie gesagt, müsste ja eigentlich gleich sein, bis auf das andere Design halt eben. Hier nochmal die Infos für Spieler, aber Karten sind ja gleich. Ist wie gesagt nur eine andere Aufmachung der Box. Auch hier drin die Artworks sehen gleich aus, deswegen reiße ich das jetzt mal nicht kaputt. So, den Deckel ab. Hier die Aufmachung halt auch ein bisschen anders. Einfach nur farblich anders abgesetzt. Dann haben wir hier drin hoffentlich auch wieder 8 Booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Die kommen dann auf den Stapel mit den Boostern. Und auch hier drin haben wir wieder dasselbe wie in der anderen Box. Also die Würfel, die Schadensmarken, hier die Energiekarten, die Codekarte und die Kartenhüllen. Aber halt mit dem anderen Design passend zur Box. Gut, also insgesamt haben wir jetzt hier 16 Booster. Wir haben dreimal das Felinara, dreimal Rayquaza und von den anderen beiden haben wir jeweils deutlich mehr. Wir machen die aber jetzt einfach mal so der Reihenfolge nach auf. Fange ich mal mit den Felinara Boostern an. Und was haben wir zum Schluss? Ja, okay. Dann haben wir den Doralo dann zum Schluss. Also, dann gehe ich mal hier in meine... Ups, jetzt das Fenster wieder weg. Da ist es. Zack. Jetzt haben wir hier gekrümmelt von der Box. Aber dann fangen wir mal an mit dem ersten Booster. So, uns lacht hier schon Tentara an. Gut, ziehe ich diesmal raus. 4 Stück. Obala. 1, 2, 3, 4. So. So ist das richtig. Drehen wir rum. Und wir fangen an mit einer wunderbaren Stahlenergie. Dann haben wir den Schleifenorden. Ist da Dreck auf der Karte? Sieht aus, als wäre da ein bisschen... Es wäre da ein bisschen Schmutz drauf. Naja. So, dann haben wir Arctilas. Ein Bundlebee. Tentacha, wie gesagt, haben wir eben schon gesehen. Ein Emolga. Ein Yorklef. Ein Knapfel. Pikachu, sehr, sehr cool. Ein richtig süßes Artwork wieder. Wie es da steht, auf dem Stein, auf der Wiese. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben ein Vati. In Reverse sehe ich gerade. Von meinem Blickwinkel aus nicht so gut zu erkennen, aber Vati Reverse und dahinter ist ein Farbegel. Okay, dann machen wir genauso weiter. Wie gesagt, in den Top-Trainer-Boxen hier, man kann richtig, richtig gut ziehen, also überdurchschnittlich gut. Man kann aber natürlich auch ultra rein losen und kann gar nichts ziehen. Machen wir weiter mit einer Elektroenergie. Mund hier mit Fokussionsangriff. Nochmal ein Arctilas. Dann haben wir hier den Trainer Roy. Wir haben ein Flecknoil. Emolga. Loturzel. Geronimatz. Auch Pokémon, die ich überhaupt nicht kenne. Ein Irbis, das kenne ich wiederum. Ein Datiri Reverse. Und dahinter ein Brokkolos. Okay. Gucken wir uns gerade mal hier die Kartenqualität an. Oh, ich sehe gerade, ist sehr dunkel für euch, oder? Moment, da kann ich doch garantiert ein bisschen was bei den Color Adjustments. Kann ich ein bisschen heller machen. Jetzt soll es ein bisschen besser sein. Von der Kartenqualität her
Die Ecke sieht jetzt okay aus. Na, ein bisschen flacher ist es schon. Wie sieht die aus? Ja, auch ein bisschen flach gestanzt, ne? Also wenn man es jetzt mit den japanischen Karten aus dem 25-Jahre-Set vergleicht, da ist das hier natürlich schon deutlich schlechter. So, jetzt habe ich nochmal die Helligkeit ein bisschen höher gestellt. Also ich hatte beim letzten Mal die, die Kameraeinstellungen, die waren leider... upsala. Was heißt upsala? Komm hier. Gönnt euch. Die Kameraeinstellungen waren lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, eher traurigerweise beim letzten Mal irgendwie verstellt. Deswegen musste ich die jetzt neu einstellen. Ich hoffe mal, es passt jetzt so. Der Boost Shake. Oh, ein Entoron. Auch ein cooles Artwork für ein Entoron. Dann haben wir noch einen Zorro-Kex. Eins der schönsten. Oh, Traumato, auch geil. Ich habe mir die Common-Karten und die Uncommons aus dem Set tatsächlich gar nicht so genau angeguckt. Von daher ist das jetzt selbst ein bisschen überraschend für mich. Voltilam, zweite Generation. Litomyth. Mhm. Ein Kanivana. Nochmal der Roy, aber diesmal in Reverse. Und dahinter haben wir ein Pumpkin. Alles bis jetzt non-holo. So, jetzt kommen die Rayquaza-Booster. Also ich war da dran, dass mir das Entoron aus Team Rocket, glaube mit am besten gefällt von den ganzen Entoron-Artworks. Das finde ich mega cool. Hier nochmal ein Code für euch. Weil da schießt es halt eben gerade so einen Strahl ab. Was auch immer das denn für ein Strahl ist, so ein Psi-Strahl oder was. So, wir haben eine Kampfenergie. Die Nachahmerin. Amalias Entschluss. Amalia habe ich als Full Art gezogen in... was, Majestät der Drachen? Weiß ich gar nicht. Duodino. Dann haben wir Schallquap. Ist das ein... Ist das eine Kaulquappe, die ein, die Kopfhörer aufhat? Schallquap? Oh Gott. So, nochmal ein Flecknäuel. Kindwurm. Sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Zorokex. Nochmal das Traumato. Ein Lusardin mit fließendem Angriff in Reverse. Und ein Pumpkin, wieder non-holo. Also bis jetzt gönnt die Box oder die Boxen noch nicht so wirklich. Ich habe ja die Karten jetzt nach, oder die Booster, mehr, besser gesagt, nach Artwork sortiert. Das heißt, kann sein, dass ich jetzt ausgerechnet dann gerade die ganzen Booster, wo nichts drin ist, ziehe und gleich geht's richtig ab. Kann aber natürlich auch sein, dass es genauso weitergeht. Deswegen sind die Top-Trainer-Boxen ja einerseits gut, andererseits kann man natürlich auch mega reinscheißen. So, ein Datiri, ein Libiscus, ein Cortini, ein Gau, ein was? Ein Gaunux in Reverse. Okay, ein bisschen schwer zu erkennen wegen der Unlicht, aber dahinter ist ein... Ein Zygarde Holo. Zygarde Holo. Ja, kann man ganz gut erkennen, das Holo. Ich weiß nicht, was ich von dem Schwert- und Schild-Holo halten soll mit diesen Streifen. Ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber gut, natürlich nehme ich eine Holo-Karte. Immer lieber als eine Non-Holo. Das Gaunux packen wir mal ein. Ich habe auch versucht, jetzt mit ein bisschen Kunstlicht zu arbeiten. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, deswegen arbeite ich jetzt wieder mit Tageslicht. Da kann es natürlich sein, wenn draußen mal gerade eine Wolke vorbeizieht, dass es hier drinnen ein bisschen dunkel wird. Aber bis jetzt war das Tageslicht halt irgendwie doch schöner, beziehungsweise natürlicher, als immer mit Kunstlicht. Muss ich mal gucken, wenn es gleich... Weil jetzt ist gerade ziemlich bewölkt. Eben hat richtig krank die Sonne geschienen, wo ich das Setup hier eingerichtet habe. Wenn es jetzt natürlich so dunkel bleibt, kann es sein, dass ich gleich wieder ein bisschen Kunstlicht anmachen muss. So, wir haben einen Ursaring, ein Irokex, ein Irbis, nochmal das Pikachu, ein Lilly, ein Lilminip, Lilminip, okay, kenne ich auch nicht. Dann haben wir einen Bummels, ein Nocturne mit fokussierter Angriff. Die Karte sieht cool aus. Das gefällt mir. Die schlägt da durch den Regen durch. Ja, und da, wo sie lang schlägt, da ist einfach kein Regen. Dann haben wir ein Regidrago in Reverse. Auch sehr schlecht zu erkennen, leider, das Reverse-Muster hier.
Und dahinter ist ein Shenlong. Shenlong. Guten Tag. Heißt so nicht auch der Drache aus Dragon Ball? Ich habe Dragon Ball nicht so sehr geguckt wie Pokémon oder Digimon früher, aber ich habe tatsächlich Digimon-Promokarten. Ach Quatsch, ja doch, also ich habe Digimon-Promokarten. Dafür habe ich mich quasi, wie sagt man denn? Ja, angemeldet. Also bei Digimon, wo die jetzt das Trading Card Game rausgebracht haben, das aktuelle Digimon Trading Card Game, da konntest du dich für Promokarten quasi bewerben. Also du konntest dich auf der Seite von Digimon registrieren und mit bisschen Glück hast du dann Promokarten zugeschickt bekommen. Da hatte ich Gott sei Dank Glück, dass ich die bekommen habe. Und da war auch eine Dragon Ball Promo dabei und das war so eine zweigeteilte mit dem Drachen drauf. Und der hieß ja manchmal auch Shenlong. So, kann ich gleich mal raussuchen. Die habe ich griffbereit. Ein Kleptifuchs, ein Yorklef, Hippopotas, Barschwa, ein Cortini, Wommel in Reverse und Altaria, Nonholo. So, hier habe ich das Ding. Ne, Dragon Ball Card Game und Digimon Card Game. Und da drin ist einmal hier dieser, jetzt habe ich das schon gezeigt, dieser Digimon Promo Ordner, Version 0.0. Finde ich ganz cool, dass da steht Not for Sale. Also wie gesagt, das Ding habe ich halt zugeschickt bekommen, indem ich mich auf der Digimon Seite registriert habe. Hier haben wir dann Agumon, Biomon, hier haben wir, Gabumon? Ne, warte mal. Hier haben wir auf jeden Fall Patamon, dann haben wir hier noch Gomamon, Gatomon und, ach, Gabumon steht ja auch dabei. Gott, bin ich dumm. Steht ja Gabumon drunter. Naja, okay. Und wie gesagt, die ganzen Digimon-Dinger hier, die habe ich auch, machen wir auch noch irgendwann auf. Und da war eben hier diese Karte dabei. Und die ist halt richtig cool, weil hier seht ihr, da ist doch der Drache, da fängt der an. Und da sind zwei Karten drin. Mal gucken, ob ich die jetzt hier gerade so... Genau, guck. Und dahinter ist noch eine Karte. Und wenn man die zwei dann so nebeneinander hält, dann ist der Drache quasi vollständig. Ich meine, da heißt doch auch Shenlong, oder? Kennt ihr euch garantiert besser aus als ich. Aber wir sind hier ja gerade weder bei Digimon noch bei Dragon Ball, sondern wir sind hier bei Pokémon und machen auch damit weiter. So langsam könnte man mal was kommen, oder? Bis jetzt haben wir nur eine Holo, das ist natürlich extrem mau an Ausbeute. So, Pflanzenenergie. Nochmal der Boost Shake, nochmal das Entoron, Mebrana, ein Arctip, ein Kleptifuchs, ein Zobiris, Knapfel, ein Wommel, ein Tektacher in Reverse und ein Dresella. Dresella, aber auch wieder eine Non-Holo-Karte. So, komm, die Nachtara-Booster bringen jetzt aber Glück. Jetzt habe ich es im Gespür. Hier ist jetzt was Gutes drin. Hier muss jetzt mal langsam was Gutes drinnen. Ansonsten wäre das ziemlich traurig. So, komm schon. Also, Kampfenergie. Dann haben wir hier die Nachahmerin. Amalias Entschluss. Nochmal das Duodino. Ein Voltilam. Teddy Ursa. Zubiris. Loturzel. Nocturne nochmal. Wieder mit dem geilen Artwork. Ein Ursaring in Reverse. Und dahinter, komm schon, Papa, gönn. Ein Schlapfel. Schlapfel entsteht aus Knapfel und entwickelt sich dann noch weiter zu Schlarapfel. Aber leider, bis auf das Teddy Ursa hier, Ursaring, sorry, Vorentwicklung heißt ja Teddy Ursa. Leider wieder nichts Gutes. Jetzt aber, komm, jetzt habe ich ein Gespür. Wir haben die Seelenmaske. Ja, meine Seele, die ist auch nachher kaputt nach dem Opening hier, wenn wir weiterhin nichts ziehen. Luturzel, nochmal das Nocturne, Wommel, Evoli, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich meine, wenn ein Set hauptsächlich mit den Eevee Heroes Karten gespickt ist, dann sollten wir natürlich auch mal ein Evoli ziehen. Wir haben ja das Shopping Center in Reverse und ein Meditalis V. Ich sag mal so, wenigstens kommen mal langsam hier die besseren Karten. Es ist natürlich so, dass ich mit einem Meditalis nichts anfangen kann. Ich kann euch nicht mal
in irgendeiner Weise sagen, was für eine Generation Pokémon das ist. Aber ja, besser als die 17. Non-Holo hier nach Gang zu ziehen. Und der letzte Nachtara-Booster. Es wäre natürlich cool, das Nachtara aus dem Nachtara-Booster zu ziehen. Aber wir fangen erstmal an mit einem Libiscus. Wobei, wenn wir es jetzt... Obala. 1, 2, 3, 4. So. Aber wenn wir es jetzt rumdrehen, ist eine Pflanzenenergie oben. Also, Schatzenergie. Das Mundtier haben wir hier. Gefolgt von Pyroleon. Mhm. Ein Libiscus. Ein Wingenau. Das kenne ich wiederum. Wingenau. Ein Voltilam. Ein Kapuno. Hopspross. Zweite Generation. Wir haben Altaria Reversed. Das ist ziemlich cool. Reverse Rare. Ne, da könnt ihr unten den Stern sehen. Ne, könnt ihr noch nicht. Da, jetzt könnt ihr ihn sehen. Altaria Reverse. Und dahinter ist ein Victini Holo. So, damit könnt ihr aber was anfangen. So, Leute, die letzten 5 Booster. Hoffen wir hier nochmal auf eine V oder vielleicht sogar eine V-Max-Karte. Das wäre natürlich richtig cool. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein Display hiervon aufmachen oder auch zwei. Weil es halt einfach für mich aus dem kompletten Schwert- und Schildzyklus... Oh, Tentoxa. Richtig cooles Artwork auch. Weil es halt für mich aus dem ganzen Schwert- und Schildzyklus eigentlich so das coolste Set ist. Also Farbenschock war noch okay, ja. Dann gab es natürlich noch Flammende Finsternis, das war auch ganz cool. Jetzt haben wir hier das Sturmgebirge in Reverse und Milotic. Milotic habe ich auch schon ein paar Mal gezogen, tatsächlich aus Aufziehen der Sturmröte. Insofern schockt mich die Karte jetzt nicht unbedingt. Aber wo war ich dran? Ah, genau. Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein oder zwei Displays auch hiervon aufmachen, weil es halt eben für mich aus dem Schwert- und Schildzyklus das geilste Set ist. Von daher, und es ist halt noch relativ neu, das war das Set, was vor Celebrations rauskam. Mittlerweile ist ja schon 2 weitere Sets angekündigt, oder nee, warte mal, das eine ist sogar schon draußen, gell? Das eine ist sogar schon draußen, das nach Celebrations, das Fusionsangriff heißt es ja, und das Shiny Star V, nee, warte mal, wie nennen sie es, das wie auch immer. Das könnte auch ganz cool werden. Also mir gefallen diese Karten unglaublich cool. Mittlerweile, oder bis jetzt ist ja nur das Glurak-Club angekündigt. Und ich glaube noch eine Karte ist angekündigt. Weiß ich gerade gar nicht genau. War Blue. Die Nachahmerin in Reverse. Und ein Deponitox V. Die Mülltüte in V. Meine Güte. Also... Der Müllmief, ja. Das war leider waren die beiden Boxen hier bis jetzt nur Müllmief. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ist nochmal die Vorversion von Deponitox? War das nicht irgendwie Unrat-Tütox oder so? Die Unrat-Tüte. Mein Gott, also da denkst du auch echt den Pokémon-Jungs, den fällt gar nichts mehr ein. Aber Brilliant Star, so hieß das neue Set, was jetzt angekündigt ist. Und da gab es doch, genau, Arceus war noch. Arceus V-Star und Glurak V-Star. Die beiden Karten, die sehen schon richtig geil aus. Ich glaube, wenn die noch mehr so V-Star-Karten bringen, so ähnlich wie dann die Goldstar-Karten früher, das könnte ein richtig cooles Set werden. Oh, jetzt haben wir das Galar Zapdos in Reverse. Und dahinter verbirgt sich noch ein Tohaido, aber auch Non-Holo. Und noch 2 Booster. Ja, so viel Glück, wie wir bei den letzten Openings hatten, beziehungsweise bei dem verborgenen Schicksal und schimmernde Legende, so viel Pech haben wir jetzt hier. Ist leider bis jetzt überhaupt nichts dabei. Der Schleifenorden nochmal. Arctilas, Bundleby, Litomit, Kleptifuchs, ein Frigometri, ein Teddy Ursa, haben wir Leufeo, ein Galar Lavados. Oh, das sieht auch cool aus. Das sieht auch richtig cool aus vom Artwork. Ja, das gefällt mir. Also Galar Lavados. Oh, sogar ein Reverse. Das sehe ich ja jetzt erst. Mein Gott. Also auf Unlicht. Das Reverse auf Unlicht ist super schwer zu erkennen. Und dahinter ist dann ein Trikephalo.
wenigstens mal wieder eine Holo. Trigefalo, hier der Drache mit seinen drei Köpfen. Ja, auch schön mit der Drachenenergie. Das sieht ganz nice aus. So, und der letzte Booster. Also komm, einmal kann man noch gönnen, Pokémon. Einmal kann man noch gönnen. Weil ansonsten war das hier wirklich ziemlich traurig. Ich gönne euch auch nochmal einen Code. So, jetzt kommt schon Pokémon. Jetzt gönnen. 1, 2, 3, 4. Von hinten nach vorne. Rumgedreht mit dem Lachs Unlichtenergie. Gefolgt von Roy. Dann haben wir hier einen Hubbellupf. Ein Duodino. Nochmal das Leufeo. Ein Kindwurm. Yorklef. Samurzel. Nochmal ein Pikachu. Sehr schön. Das dritte Pikachu. Weil hier sieht die Ecke irgendwie ein bisschen angedetzt aus. Nee. Wenn ich von hier so schräg drauf gucke, dann sieht es ein bisschen so aus, als wäre die Ecke irgendwie so. Als wäre da mal einer drauf getreten, als wäre die ein bisschen nach unten gebogen. Pikachu. Dann haben wir ein Floorgas in Reverse. Ist das eine Reverse Rare? Ja, es ist eine Reverse Rare. Es ist halt auch ziemlich dunkel, das Psycho-Foil. Und dahinter ist ein Tropius. Aber auch das Non-Holo. Gut, das war nicht sehr, ja, nicht sehr gut. Wir haben weder eine Evoli-Entwicklung gezogen. Jetzt mal egal, ob V-Max regulär oder Ultra Rare oder Secret Rare. Also wir haben nicht eine Evoli-Entwicklung gezogen und wir haben nicht eine Drachenkarte, also sei es Rayquaza oder auch Dragoran. Haben wir leider überhaupt nichts gezogen, Garados auch nicht. Ja, das ruft auf jeden Fall nach Rache. Also mit dem Set habe ich noch nicht abgeschlossen. Gucken uns jetzt mal hier die ganzen Karten und Rare-Karten an. Oh, jetzt wird es aber mittlerweile echt ganz schön dunkel draußen. Also das ist nicht nur eine fette Wolke, da zieht jetzt richtiger Sturm gerade auf. Aber ich hoffe, ihr könnt es noch so erkennen, wenn ich so ein bisschen ins Scheinwerferlicht halte. Also wir haben hier ein Floorgas Reverse, wir haben ein Tropius gezogen. Dann haben wir hier das Trigefalo Holo, das Galar Lavados in Reverse, Tohido als Rare. Dann haben wir das Galar Zapdos in Reverse. Wir haben ein Deponitox. Wir haben hier die Nachahmerin in Reverse. Wir haben ein Milotic gezogen. Dann haben wir hier nochmal das Sturmgebirge, was gerade draußen vor meiner Haustür aufzieht. Altaria Reverse, Victini Holo. Dann haben wir hier das Meditalis V. Ein Shopping Center in Reverse, Ursaring Reverse. Ein Schlapfel als Non-Holo. Dann haben wir hier Dressela. Wir haben ein Tentara, ein Altaria, ein Bundlebee, ein Wommel. Bringe ich immer durcheinander, die beiden. Ein Regidrago in Reverse. Wir haben Shenlong. Wir haben hier ein Zygarde als Holo. Dann haben wir noch gezogen ein Gaunux als, ist sogar Reverse Rare. Ja, wie heißt das? Scheiß Unlicht. Nee, es ist normale. Oder? Doch, ist ein Reverse Rare. Mein Gott, das erkennt man selbst hier kaum. Wir haben ein Pumpkin gezogen, ein Lusardine Reverse, nochmal Pumpkin. Dann haben wir den Roy in Reverse, ein Datiri in Reverse, ein Brokkolos. Wir haben ein Vati Reverse und Farbergel. Sodle. Das war's von mir. Hoffentlich haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Ich weiß nicht, ob es noch mal Celebration gibt oder ob wir dann mal was hier in die Richtung Digimon aufmachen. Egal, ob jetzt Retro oder Neueres. Da bin ich mal gespannt. Lasse ich mir noch mal alles offen. Das war es auf jeden Fall jetzt von Drachenwandel gewesen. Wie gesagt, mit dem Set ist noch nicht Schluss. Da kommt auf jeden Fall noch mal was dazu. Und ja, würde ich mich einfach bei euch fürs Zuhören bedanken. Wenigstens habe ich heute ein bisschen schneller über die Bühne gebracht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao. Stopp, bevor ihr abschaltet. Hier ist nochmal der Vergangenheits- bzw. Zukunfts-Zobi, je nachdem. Ich habe gerade im Schnitt gesessen, habe mir das Video angeguckt und war halt echt nochmal ein zweites Mal richtig enttäuscht. Also wir haben ja wirklich nur Müll gezogen, wenn du so willst, von 18 Boostern oder 16, nur zwei V-Karten und dann auch noch die Unrat-Tüte.
Das geht so nicht. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar mache ich noch ein kleines Special, was es vermutlich jetzt sogar am Ende jeden Videos geben wird. Also nach jedem Opening will ich so ein Ding aufmachen. Und zwar haben wir hier die Super Collection, also Pokémon Sticker Super Collection Starter-Gedöns. Moment, jetzt habe ich hier natürlich wieder die falsche Kameraeinstellung. So kann man es doch ganz sehen. Das hier sind Sticker von Artbox. Ja, ihr seht es auch hier oben, also Artbox-Stickers. Und zwar gibt es diese kleinen Tütchen hier, wo also immer 10 Sticker drin sind. Ihr seht es da oben, 10 Stickers. Includes randomly inserted gold and prism foil stickers. Also das sind hier normale, ganz normale Standard-Sticker. Und dann sind da eben random drin so goldfarbene Sticker und Prisma-Sticker. Diese Sticker, ich weiß nicht, ob davon irgendwo nochmal eine Schiffladung aufgetaucht ist, aber diese Sticker gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Haufen davon, einfach weil die ganz oft bei Bestellungen mit dazugelegt werden. Von daher, von den Stickern hier habe ich einen ganzen Haufen. Zur Not habe ich sogar auch noch hier ein Display von den Stickern, wo, ich glaube, 30 Stück, ja genau, 30 Stück drin sind. Und die Sticker sind sogar so, ja, bekannt ist relativ, also die Sticker gibt es sogar in dem Maße, dass du die sogar bei PSA graden kannst. In dem Fall habe ich hier jetzt einen PSA 7 Klurak. Habe ich mir tatsächlich nicht, also ich habe den jetzt selbst graden lassen, sondern den war auch eben irgendwann mal dabei, wo ich hier so, was ich gekauft habe. Auf jeden Fall war das irgendwie so ein Set und da war halt eben hier diese PSA-Karte mit drin. Ne, die kann man also auch graden lassen. Und was man aber dazu sagen muss, die ist hier nicht sehr sicher drin. Also wenn ich die jetzt so richtig auf den Boden aufhauen würde, dann wird die Karte, also der Sticker wird nach unten durchrutschen. Von daher, ja. Aber wie gesagt, die sind sogar PSA-gradable. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen doch jetzt hier das Starter-Set auf. Das nehme ich einmal dieses Sticker-Album, wo du die halt reinkleben kannst. Und dann sind hier 5 Booster. Und das gibt es nur bei diesen Starter-Sets. Du kannst die Karte nicht oder den Sticker nicht in diesen Päckchen hier ziehen. Und zwar ist das Gold Raichu hier unten. Und je nachdem, wie schnell das Ding voll ist, ich weiß es nicht. Es gibt nämlich alle 150 Pokémon. Also von Bisasam bis Mewtwo. Mew gibt es nicht. Dann gibt es noch 45 Bonus-Sticker. Und dann gibt es noch 18 Gold-Sticker. Wobei es gibt von diesen Gold-Stickern 2 Versionen. Also einmal, wo quasi wie bei dem Raichu hier nur der, wo nur der Rand Gold ist. Und dann gibt es die nochmal mit so einer Textur. Also eigentlich gibt es noch mehr. Es gibt über 200 verschiedene Sticker. Ja, da steht es ja over 200, genau. Und je nachdem, wie schnell das Ding voll ist, habe ich nochmal so eins. Wobei das ist jetzt nicht dieses Starter-Pack-Ding mit 5 Tütchen, sondern das ist quasi auch nur das Heftchen und eben der Raichu-Sticker ohne die 5 Sticker-Booster. Genau. Also, ich würde sagen, wir machen das Ding mal auf. Dafür habe ich mir hier die Schere bereitgelegt. Diesmal habe ich dran gedacht. Mal schon gucken, wie ich hier am besten reinkomme. Gut, also die Sticker-Booster haben wir schon mal raus. Ansonsten geht es halt leider nicht zerstörungsfrei. Oder zerstörungsfrei, ja. Je nachdem. Deswegen gucken wir einfach mal, dass wir das hier rausbekommen. Das, ja, also ich werfe es jetzt mal nicht weg. Hier oben das Pappding nehme ich mir auf jeden Fall raus. Und dann haben wir hier eben diese 5 Booster. Und ich sehe gerade, davon gab es scheinbar auch mehrere Druckauflagen, weil hier habe ich noch mal einen so bekommen. Ne, da sieht man irgendwie nicht so, also da ist sehr viel Silber. Und bei dem hier sieht man viel mehr dieses Sticker. Wobei, in der Kamera sieht es gleich aus. Hier in echt ist der deutlich silberner und der deutlich matter. Ja, wobei doch, man kann es ein bisschen erkennen, gell? Naja, gut. Dann machen wir erstmal die warte mal, wo war jetzt der 5? Hier glaube ich, genau. Machen wir erstmal die auf. So, beziehungsweise wir nehmen erstmal hier diesen Einband raus. So. Und dann natürlich auch hier ganz vorsichtig das Raichu, weil das gibt es wie gesagt nicht in den Boostern. Das gibt es nur bei diesen Startdingern hier. So.
Tu Stadt nochmal beiseite. Die Schere weg. Und dann gucken wir doch direkt mal rein. Ich habe tatsächlich früher als Kind viel häufiger die Sticker gehabt als tatsächlich Karten oder Booster oder so. So, guck mal, hier haben wir doch schon Pokémon Series 1. Ja, das steht auch überall auf den Boostern hier unten drauf. Series 1. Wir haben hier das Raichu. Stick all your Alben Bonus Stickers hier. Na gut, ich habe hier nur einen. Ne? So, und dann geht's hier los mit Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor und so weiter und so fort. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann das komplette Album hier voll hätten. Da guck mal, hier haben wir direkt schon Pikachu, Raichu. Und das ist dann, voilà. Genau. Muss man dazu sagen, ist halt auch original verschweißt seit, keine Ahnung, seit 1999, 2000 so da. Steht hier irgendwas drauf, wann das rauskam? Copyright 99. Also seit 1999 war das Ding hier eingezogen und verschweißt. Hier hinten ist er noch What to Collect, also da sind dann auch die ganzen Golden Prism Stickers und hast du nicht gesehen. Genau, hier gibt es dann noch Ash. Das sind dann diese ganzen Gold Sticker. Aber das eigentliche geht halt eben bis 150 Mewtwo. Und es ist in Englisch. Also das gibt es nur in Englisch. Es gibt die ja auch noch von Tops. Das sind dann die roten und die blauen Alben. Das waren die Sticker, die ich tatsächlich früher hatte. Also ich hatte früher auch Karten, wobei die habe ich dann mehr immer eigentlich geschenkt bekommen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ins Kiosk gegangen bin und habe mir einen Booster gekauft. Ich habe tatsächlich dann halt eben auf dem Schulhof einfach getauscht und hatte daher meine Pokémon-Karten. Ich hatte sogar mal einen Bisaflor, da kann ich mich noch dran erinnern. Das habe ich in der Grundschule, habe ich das mit jemand getauscht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich immer diese Sticker hierher hatte. Ich weiß, ich kam manchmal aus dem Schwimmbad nach Hause, hatte dann irgendwie so 5 Sticker und habe die alle bei mir ans Hochbett geklatscht. Aber ich weiß nicht mehr, woher ich die hatte. Ob ich die dann im Schwimmbad, ob man die einfach kaufen konnte. Oder es gab ja noch diese Pokémon Lutscher. Die hatte ich tatsächlich auch quasi gegessen. Oder ob die da mit drin waren. Auf jeden Fall, ich hatte halt immer diese roten Sticker, die hatte ich. Aber auch nicht als Album, sondern die hatte ich, wie gesagt, einfach bei mir auf den Kleiderschrank geklatscht und aufs Hochbett. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Raichu hier schön gerade da reinkleben. Ja, sondern wenn wir es jetzt dann macht, dann soll es auch ordentlich sein. So, guck mal hier. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und diese roten von Tops, die gab es dann eben auch als, also in Deutsch. Beziehungsweise die Sticker selbst waren, da stand überhaupt kein Name drauf. Es gab dann nur die Sammelalben. Da gab es dann Unterschiede. Da gab es dann Deutsch und Englisch. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Gott, gehen die irgendwie einfach auf oder muss man die aufschneiden? Oh, wobei, doch, geht relativ gut. Gibt es hier auch irgendwie einen Trick? Einen Booster-Trick, Kartentrick, Sticker-Trick? Okay, geht doch nicht so gut. Geht doch nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. So, was haben wir denn hier? Oh, wir haben, ist ja geil, wir haben direkt schon Ash gezogen. Ash als Prisma-Sticker. Ash Prisma, ne, da oben seht ihr PR44, also PR steht für Prisma. Ash Prisma Pikachu, sehr gut. Dann haben wir hier ein, gut, jetzt kenne ich natürlich die englischen Namen kaum, gell? Das müsste aber Georock sein. Dann haben wir, uah, das hängt ja zusammen. Also, okay. Also wir haben ein Georock. Dann haben wir hier ein Dodri. Wir haben ein Onix. Electek. Dann ist hier noch ein Zapdos. Und ein Blitzer. Das war ja ein richtiges Elektro-Pack hier. So, jetzt wollte ich gerade mal durchzählen. Ach, und wir haben, Gott, hier liegt ja auch noch was. Wir haben hier noch ein Duflor. Und ein Pixie. Ist Pixie oder Pipi?
Oh Gott. Gut, das werden wir gleich sehen, wenn wir es einkleben. Also wir hatten jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind tatsächlich 10. Ich dachte, dadurch, dass sie aneinander hängen, sind da vielleicht ein paar jetzt mehr oder weniger drin. Dann ordnen wir die gerade mal so halbwegs nach Pokédex. Du kommst ja hinten rein. Relativ auch weit hinten, relativ weit vorne. So, sind sie halbwegs geordnet. Können wir die nämlich jetzt leichter einkleben. Also wir fangen an mit Pikachu, der Nummer 25. Da oben kommt es hin. Und das klebt man jetzt nicht hier drauf. Da habe ich nämlich auch teilweise Bilder dann gesehen, wo Leute das hier drauf geklebt haben. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Du sollst hier drauf kleben. Und hier hast du dann noch die Evolutionsinfo und... Warte, kann ich mal hochheben, damit man es besser sieht. Und halt so Sachen wie Typ und so. So, deswegen. Kleine Pikachu. Machen wir mal hier los. Ja, jetzt. Und dann darfst du hier drauf Platz nehmen. Alright. Ja, gut. Nicht 100% gerade geklebt, aber okay. Und das ist dann eben die Rückseite, ne, die man dann abzieht. Das ist gleich. Dann machen wir weiter mit dem Clefairy Nummer 35. Gut, das ist dann Pipi und das ist dann Pixie. Clefairy und Clefable. Also dafür, dass die seit 20 Jahren da drin sind, kleben die nur noch ganz gut. Jetzt kann ich nur leider nicht so genau einkleben, wie ich das eigentlich gerne machen würde, weil halt eben die Kamera genau über dem Ordner ist. Das heißt, ich kann nicht von strack oben drauf gucken. Aber das war auf jeden Fall jetzt schon mal besser als eben das. So, wo ist denn das Weilblumen? Achso, dann, das dann sogar, warte mal, nee, Duflor, Giflor. Ja, Giflor ist es, kein Duflor. Das ist halt das einzigste, was ein bisschen schade ist. Ne, dass es die halt nur in Englisch gibt tatsächlich, die Sticker. Aber auf der anderen Seite auch wieder gut, dass es die dann nur einsprachig gibt. Weil wenn man die halt eben bei irgendeiner Bestellung dann mit dazugelegt bekommt, dann muss man nicht noch ein deutsches und englisches Album anfangen. Sondern dann hat man direkt alles hier in derselben Sprache. So, dann haben wir Kleinstein und Georock, der Graveler. Findet hier sein Plätzchen. Zack, zack, zack. Dann haben wir ein Dodrio. Wobei es ja bei uns in Deutsch nur Dodri heißt. So, da kommst du aber hier auf die 85. Und zack. Gut, der war jetzt mal besser geklebt. Dann Onyx 95. Du kommst dahin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eben Zufall war, dass wir direkt quasi so eine Prismakarte gezogen haben. Oder ob in jedem Booster eine drin ist, beziehungsweise eine garantierte Special-Karte, jetzt egal ob Gold oder hast du nicht gesehen. So, jetzt haben wir hier noch drei Elektro-Pokémon. Zuerst mal hier das Electek 125, der Electabuzz, der Elektrobus, so, da. Dann das Jolteon, also das Blitzer. Gerade nur eine Seite weiter. Zack. Und dann die letzte reguläre Karte, das Zapdos. So, Zapdos hier oben. Ja, und dann haben wir hier noch Ash Prisma. So, mal gucken, wo die hinkommt. Die hat nämlich PR44. Genau, dann haben wir hier noch Karten mit... Also das sind eben diese Prisma-Karten, das hier ja auch. Das sind dann Artworks aus dem Anime. Gibt auch noch sehr viele. 15, 21, 27, 33, hier Gary. Hieß der im Englischen Bailey? Junge, der muss Gary heißen. Kann ja wohl nicht angehen, dass der Bailey heißt. So, dann haben wir hier noch Misty, Rocco. Wo sind wir denn? 44.
Da. Genau, mit der Rückseite. Und dann eben hier das Foil. So, dann den jetzt vorsichtig abmachen. Keine Knicke rein oder so. Zack. Und ja, ein bisschen blöd. Das Thema fange ich bei jeder neuen Aufnahme an. Jetzt habe ich tatsächlich über meinem Bildschirm, also ungefähr so da oben, da, habe ich jetzt die GoPro-Lampe. Und die macht ganz gut hell. Das funktioniert eigentlich so ganz gut. Also von der Ausleuchtung her finde ich das jetzt gut, ne? Also ist jetzt reines Kunstlicht, überhaupt kein Tageslicht oder so. Und das gefällt mir eigentlich bis jetzt so ziemlich gut. So, das nächste mache ich mal mit der Schere auf. Gucken, dass die Kärtle ganz unten sind. Zack. Hat das schon gereicht? Nee, das ist tiefer verklebt. Okay, aber ich kann doch jetzt garantiert so. Okay, also die Dinger aufzumachen ist ganz schön scheiße. Weil die eben nicht wie die Booster nur so verkrimmt sind, sondern die sind richtig verklebt und verkniesknaddelt. Und da sehe ich auch schon wieder einen Prismasticker. Was haben wir denn hier? Wir haben erstmal die Schere aus dem Bild. Wir haben Redder Prisma mit der Nummer 17. Dann haben wir ein Bisasam, gefolgt von einem aneinanderhängenden Metapod, also Safcon, und ein Sparrow Habitak, sorry. Dann haben wir hier noch Stami. Wir haben ein Dactrio, also Dictri. Wir haben ein Voltobal. Wir haben ein Ultrigaria. Oder ist es, nee, Sazenia, oder? Gott, die englischen Namen. Ich lese die englischen und mir fallen die deutschen nicht ein. Dann haben wir hier noch ein Quapo. Ist das ein, oh Gott, ein Quapuzzi oder ein Quabo? Ja, jetzt geht's los. Na, mal liebe Freunde hier. Egal, dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Prismastick an, weil wir gerade hier hinten sind, also mit der 17. Da. So, Reddit, hä? So, an die richtige Stelle kleben. Und zack. Gut, dann ist es scheinbar so, dass in jedem von den Boostern auch eine garantierte Special-Karte drin ist. War nur verwirrt, weil da stand halt randomly inserted, deswegen wusste ich jetzt nicht, mit was für einer Pull-Rate ich da quasi rechnen kann. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Rihorn. Habe ich auch eben gar nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, fangen wir vorne wieder an, hier mit dem Bisasam. Karte 1 von 150. Beziehungsweise, wenn du die anderen Karten halt mitzählst, über 200, aber okay. Bisasam benutzt Rankenhieb und hält sich hier an dem Trägerpapier fest. Ja, jetzt geht er ab. Endlich. Einen kleinen Schuft. Einen kleinen Genove. Und zack. Wunderbar. Dann als nächster das Safcon. Und jetzt bewegt sich hier unten die Seide mit. Aber trotzdem sauber eingeklebt. Dann als nächstes der Habitak. Der einzige Nachteil ist jetzt, aber das haben wir halt beim Kartenaufmachen nicht, das haben wir eigentlich dann jetzt nur hier beim Einkleben. Ich werfe mir halt von hinten selbst Schatten. Also wenn ich den Sticker jetzt hier hinhalte, werfe ich mir halt hier aufs Papier den Schatten. Aber beim Kartenaufmachen ist das ja egal. Dann haben wir die 51. Da. Dicta und Dictri. Ist ja auch eine witzige Folge im Anime, wo sie da die ganzen Diktas sehen, wo die den Staudamm oder was das war abreißen oder aufbauen wollen, ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe. Aber ich kann mich noch dran erinnern, wegen dem Dikta. Muss ich immer an Diktam denken. So, jetzt haben wir hier Polyworld, also Quapsel, Quapuzzi, Quabo. Dann ist es also Quapuzzi. Weil ich finde, die beiden sehen sich halt schon sehr ähnlich, ne? Also abgesehen jetzt davon, dass der halt hier so diese bösen Augen macht, sehen die absolut gleich aus. Polyworld.
Polywhirl, gefolgt von Polywath. So, jetzt haben wir hier. Gut, da muss ich jetzt dann auch spicken. Warte mal, dann haben wir hier Knurfensa, Ultrigaria, Sarzenia. Doch, dann ist es Sarzenia. Seit 10 Jahren. Sarzenia. Und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Dann haben wir hier noch das Rihorn, 111. Hat ja dann auch später noch eine. Oh. Das sind ja zwei. Die habe ich noch gar nicht auseinander gemacht. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ist die Karte so dick? Genau, Rihorn hat ja dann auch später noch eine Entwicklung bekommen. Rihornior. Genauso wie das Electek. Das hat ja dann auch später noch das Elevoltek bekommen. Gott, gehst du jetzt mal auf? Muss ich hier schon an der einen Seite probieren. So. Rihorn drin. Dann haben wir hier jetzt noch das Electrode. Das habe ich ja dann gerade übersehen. So, zack, zack ab. Electrode ist drin. Und dann das letzte Stickerchen aus diesem Booster. Das Stami 121. Da oben. Und zack. So. Einen mache ich noch auf. Rest lasse ich dann erstmal zu. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Stück davon. Und das soll ja dann eben eigentlich nur so zum Ende der Folge immer noch mal so ein kleines Special sein. Jetzt hatte ich es halt gemacht, oder jetzt hatte ich halt das angefangen, so ist besser. Dadurch, dass das eigentliche Opening ja nix war, ne? So, und wir haben direkt die nächste geile Prisma-Karte. Und zwar haben wir hier Prisma Nummer 14, Ash und Pikachu. Wieder halt eine Szene aus dem Anime. Und zwar müsste das ganz am Anfang sein, wo die von Rocky ins Pokémon Center gefahren werden. Ne? In der allerersten Folge wird ja Pikachu und Ash werden ja von ein paar Habitats angegriffen. Wo Pikachu eben da, wie sagt man eigentlich, verwundet wird. Also ich meine, die Pokémon, die können ja in dem Sinne nicht sterben, ne? Aber dann fahren sie eben mit Rocky das erste Mal ins Pokémon Center. Dann haben wir hier noch ein Sandamer, ein Rapidash, also Galopper. Dann haben wir hier noch ein Tauros. Wir haben ein... kommst du her? Wir haben ein Ammonitas. Oder ist das Amoroso? Ah, Mann. Ich kenne die alle, aber wenn ich dann die englischen Namen lese, dann fallen mir die deutschen plötzlich nicht mehr ein. Dann haben wir hier einen Grimer, also Slymog oder Slimer. Ne, das müsste Slymog sein. Dann Dragonier. Wir haben ein Vulnona, ein Blutzuck und ein Krabby. Oh, das sieht auch cool aus. Was hat das Ding da in der Hand? Was soll denn das sein? Sieht aus wie ein Stein oder so. Oh. So, wollen wir aber gerade so weit hinten sind, machen wir mit den Prismas weiter. In dem Sinne dann, oder in dem Fall dann mit der Prisma Nummer 14. Und zwar Pikachu und Ash. Sehr cooler Sticker. So, auf die richtige Stelle auch kleben. Nämlich dahin. Sehr gut. So, der klebt schon mal. Den Rest sortiere ich wieder nach Pokédex. Jetzt haben wir hier also Sandamer. Und ich meine, also gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass in jedem Booster auch eine Prisma- oder Goldkarte drin ist. Ich habe nur jetzt schon Angst, wenn wir hier die ganzen normalen Karten voll haben und uns fehlen nachher noch so, was weiß ich, zwei oder sogar eine Goldkarte. Und ich sehe mich hier schon Booster um Booster aufmachen. Und ich habe nachher hier die ganzen Kackkarten. Oder Sticker sind ja. Jetzt sage ich die ganze Zeit Karten, sind Sticker. Dann habe ich die ganzen Sticker hier alle 30 Mal. Und ich warte einfach noch auf diese eine Goldkarte. Aber gut. Dafür ist die Befriedigung dann umso größer, wenn man das Album nachher voll hat. Und wie gesagt, zur Not. Ja, ich habe ja noch eins. So, dann nächstes ist Blutzuck.
Blutzug, Blutzug. Blutzug war eins der ersten Pokémon, die ich bei Pokémon Go gefangen habe damals. 2016 oder wann das war, wenn das rauskam. War auch erstmal ein Pokémon, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Weil Blutzug siehst du ja, ich glaube, im Anime erstmal nur in Kogas Falle, oder? Ich meine, da siehst du Blutzug und taucht das dann nochmal auf. Also hatte ich zumindest jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Wo ich erstmal überhaupt gar nicht, was das für ein Vieh ist. Weil, wo ich gewohnt habe in Karlsruhe, in der Studentenbude, da war halt ein Blutzugspawn. Also jeden Tag bin ich da dran vorbeigelaufen, halt zur Hochschule, und jeden Tag habe ich da drei Blutzugs gefangen. So, dann haben wir hier jetzt, wie gesagt, 88 Slimer. Das ist dann Slimog. Das gute Grimer. Von Grimer gibt es ja auch eine geile japanische Karte aus dem Team Rocket Set, müsste die sein. Die dann in den deutschen, also europäischen und amerikanischen Sets gebannt wurde. Da guckt der Slime nämlich aus dem Gullideckel raus, aber er guckt da dem Mädchen, was da vorbeiläuft, unter den Rock. Und hat mir dann nachher für die deutschen Karten und für die englischen und generell hat mir dann die Augen abgeändert, dass es nicht mehr unter den Rock guckt. Die Karte habe ich auch im Japanischen, aber ich weiß nicht, ob ich gerade griffbereit habe. Müsste ich jetzt entweder mal gerade gucken oder ich zeige es im nächsten Video. So, Tauros. 128. Wobei doch, ich. Warte mal, ich weiß, wo ich die japanische Karte habe. Ich weiß nur nicht, ob ich das deutsche Pendant hier habe. Moment. Also, hier habe ich doch die japanische Karte. Ne? Und da sieht man eben, wie das Grimer, also das Slimer, dem Mädel halt unter den Rock guckt. Und deswegen hat man dann im Deutschen, also die Karte habe ich jetzt nicht hier, hat mir halt im Deutschen die Augen nach hier unten gemalt, dass es quasi geradeaus guckt. Die Karte wurden eben dann gebannt. Also die gab es dann nicht im deutschen und englischen Druck so, sondern da, wo es unter den Rock guckt, eben nur im japanischen, weil die japanischen Karten eben halt früher rauskamen als die bei uns hier. Deswegen hatten wir es dann für die Druckerei hier nochmal abgeändert. So, ja, die deutsche Karte habe ich jetzt leider nicht gefunden. Dafür habe ich noch das hier gefunden. Das sind jetzt nicht die von eben, gell? Die von eben, die sind noch hier. Und dann habe ich, wie gesagt, noch das Display. Also, ich werde dann auch jetzt nach dem Sticker hier Schluss machen. Wie gesagt, wir haben ja noch die zwei hier. Die klebe ich noch ein und dann war es das erstmal. Dann können wir quasi nach jedem Opening ein so ein Tütchen aufmachen. Ist, denke ich, ganz witzig. Und dann kriegen wir das Heftchen auch, denke ich mal, relativ schnell voll. So, aber jetzt dann erstmal die 138. Genau da. So, das dann Ammonitas und das dann Amoroso. Amoroso. Weißt du, wegen Omas da, denke ich jetzt an Omoroso, aber Amoroso ist es. Kommt immer ganz durcheinander. Das ist wie wenn du redest und du hörst dich selbst irgendwie so, reicht eine Zehntelsekunde Zeit versetzt. Da denkst du auch, du bist deine eigene Muttersprache nicht mehr mächtig. Das ist dann komplett komisch. So ist das, wenn du Deutsch reden willst, aber liest Englisch. Dann kommst du auch immer durcheinander. So. Und dann das Dragonier hier oben rein. Ja, dann haben wir hier Tratini, Dragonier, Dragoran und den, den Prism Sticker. Den hatten wir hier hinten schon reingeklebt. Da haben wir jetzt schon Ash und Pikachu. Dann haben wir hier das Redditor, also das Radfratz. Und dann haben wir hier hinten noch, wo ist es? Dass der Bailey heißt, dass der echt Bailey heißt. Genau, hier hinten haben wir dann nochmal Ash mit dem Pokéball. Und Funkel auch schön. Sehr, sehr cool. Alles klar. Dann, jetzt weiß ich aber nur gar nicht. Es gibt nämlich, das hatte ich extra vorne mal nachgeguckt, genau. Es gibt nämlich, also ihr seht hier überall, da steht jetzt G04, das steht für Gold. Sticker und es gibt hier aber auch dann alle noch mit einem R, also das ist dann G04, es gibt aber auch noch R04 und es gibt G05 in dem Fall hier und es gibt aber auch noch R05, das ist dann je nachdem ob du diese Variante hast, wo nur der Rand
Gold ist oder wo quasi der ganze Sticker eine Struktur hat. Da weiß ich dann gar nicht. Hier die Shiggy-Bande. Das war auch eine geile Folge, wo Ash seinen Shiggy bekommt, die Shiggy-Bande. Die Squirtle Gang. Da weiß ich halt jetzt nicht, wo wir dann, je nachdem, was wir ziehen, ich meine, wir könnten, wobei, nee, dafür reicht der Platz nicht, ne? Es gibt 18 Sticker. Man könnte halt höchstens dann hier die normalen Gold und hier die Reverse Gold. Müssten wir halt dann so machen. Das wäre irgendwie auch ein bisschen blöd, ne? Oder ich mache das eine Album voll mit Gold und das andere mit Reverse Gold. Naja, weiß schon nicht. Aber sehr, sehr cool. Ist da auch wieder ein Stück Kindheit hier. Gebündelt als Ringbuch. Und hier mit dem Reitschuh vorne drin. Sehr cool. Ja, Freunde. Hat das Video, das Drachenmandel-Opening, doch noch ein versöhnliches Ende genommen. Das war es dann jetzt von meiner Seite. Nächste Woche gibt es dann mal tatsächlich was anderes. Also was ganz anderes. Dürft aber auch gespannt drauf sein. Hat auch ähnlich wie das hier auf jeden Fall Retro-Flair. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wieder. Bis dahin, halt die Wurst hoch. Jetzt aber wirklich. Ciao.